Herzlich willkommen zum New World Economic Forum der freien Argumentekultur.de, des dem Moderators Diplom-Theologe Jürgen Wagner, bekannt aus fast allen großen Fernsehsendern. Und ich bin heute der einzige Gast und Teilnehmer des New World Economic Forum, weil ich die Technik üben muss, weil wir dem Moderator helfen, indem wir die Aufnahme übernehmen. Aber inhaltlich wird es gleich um Daten und Datenschutz gehen in der besseren Welt sozusagen. Wir sollten nicht die Daten hassen, sondern die Datenmissbraucher. Das wird gleich das Thema sein. Sozusagen, ich vertrete die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, und die Gemeinwohlgemeinschaften, zum Beispiel eben die Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd, als Lösungsweg für die Menschheit. Also ich habe eigentlich nur diese zwei Lösungswege, und die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, damit beraten wir die Partei des Gemeinwohls. Muss mal gucken, ob ich die zufällig finde. Also, da ist die Partei des Gemeinwohls. Da können Sie also, aha, das sehen jetzt die Live-Fernsehzuschauer nicht. Ich probiere mal, ob ich, wenn ich es kleiner mache, ob Sie es dann sehen. Ja, das ist also nicht zu machen. Ich muss doch ein bisschen tiefer rücken mit der Kamera, ne, oder ich lese es Ihnen vor. diekompetente.beepworld.de, ne? Vielleicht, ich habe auch, glaube ich, noch ein Bild, wo Sie es besser lesen können. Augenblick. Da war doch noch was. Nee. Das versuche ich jetzt mal. Da war doch noch ein Bild. Das ist übrigens das zur Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd auch. Ja? Da ist die freie Argumentekultur nochmal. Da ist das. Aha. Nee, tut mir leid. Ich muss es Ihnen buchstabieren. Sie geben bei Google ein Partei des Gemeinwohls PDG, dann müssten Sie es eigentlich direkt haben, ne? Oder Sie tippen ein diekompetente.beepworld, Bertha, Emil, Paula und world.de, also beepworld.de, dann haben Sie es direkt, aber Sie können auch einfach googeln hier, ja, wenn ich jetzt hier. Also geht nicht, funktioniert nicht. Und jetzt habe ich hier wieder. Ja, also es ist zwar heute nur eine Übung, aber natürlich auch eine inhaltliche Sendung. Hallo, hier wäre ich jetzt mit meinem Kopf zu sitzen normalerweise. Mal gucken, ob ich hier richtig bin. Ja, da könnten Sie mich doch gut sehen. Hallo, das wäre jetzt mein Gesicht. Sozusagen. Und ich kann ja noch mal zeigen, damit Sie mich sehen können. So, ein paar Bildchen. Das ist, wie gesagt, der Moderator, der heute Abend ab 20.15 Uhr live dann dabei ist. Na, da können Sie das Beepworld auch nicht lesen, wie ich an der Kamera erkennen kann. So, ja, die Live-Zuschauer müssen halt damit leben, dass sie vom Bild her nur beschränkte Möglichkeiten haben. Die müssen sich das halt in der Aufzeichnung dann in besserer Bildqualität anschauen. So, jetzt aber, das ist also. Hier sogar mit Krawatte. Ja, und wir haben jetzt also hier Kontakt, also dass Sie sehen, Sie haben es hier halt mit der Weltspitze des Denkens zu tun. Jemand aus der Spitze der deutschen Bundesregierung
wird hoffentlich bald mit uns konferieren und einer unserer Professoren des Weltrates der Weisen war gerade im ZDF-Spezial zu sehen. Also ja, wir sind also auf der aktuell bei dem Interessantesten, was überall berichtet wird, nämlich die gesamte gemeinwohlökonomische Diskussion läuft, also die gemeinwohlökonomischen Wirtschaftsformen laufen zurzeit, und das ist das, wo auch die einzige aus meiner Sicht jetzt, ich bin ja jetzt nur einer der Gäste des New World Economic Forum, aber als einer der Gäste des New World Economic Forum sage ich, wir haben nur diese eine wirklich vernünftige Lösung. Wir haben die Gemeinwohlgemeinschaften Köln Süd. Das ist für die, die sofort aussteigen wollen und sofort anders leben und arbeiten wollen. Und die anderen sozusagen, die nur höchstens, die nicht mehr tun bereit sind, als einmal einen Finger krumm zu machen, nämlich das Kreuz beim Wahlzettel an einer anderen Stelle zu machen, die sollten hier die Partei des Gemeinwohls wählen, oder die Partei, mit der wir vielleicht bald die Konferenz haben, die Spitzenpolitiker oder der Spitzenpolitiker, sodass wir dann, der sich nämlich auch sehr interessiert für die gemeinwohlökonomischen Wirtschaftsforum, und hier steht's ja, die Partei des Gemeinwohls wäre dann die Hilfspartei, wenn die Großpartei es nicht macht, dann hätten sie nur noch die Chance, sich hier zu engagieren, vielleicht als Kanzlerkandidat, und dann das zu wählen. Unsere letzte Hoffnung, Marktwirtschaft abschaffen, gemeinwohlökonomische Wirtschaftsformen einführen, welche der circa 4 verschiedenen gemeinwohlökonomischen Denkweisen und Lösungsentwürfe sind die besten für uns. Diese und alle anderen Lösungsentwürfe diskutieren wir als Gäste des New World Economic Forum, neues Weltwirtschaftsforum, neuer runder Tisch, ohne jegliche Cancel Culture. Jeder Lösungsentwurf darf unzensiert sofort teilnehmen, bisher zweimal wöchentlich, heute Abend dann um 20.15 Uhr, Montag um 19 Uhr. Ja, und da ist eben das, was hier überall geschieht. Ukraine aktuell ist nach oben geschoben worden. Bei Schrot und Korn gibt's was Neues, auch ein neuer Artikel mit Christian Felber zum Anklicken. Ein neuer alter Artikel, denn dieser neue Artikel ist noch nicht zu finden gewesen, eben als Link. Und so können Sie lauter Fernsehen schauen über den neuen Weltansatz. Also sozusagen Kapitalismus, Marktwirtschaft beenden und gemeinwohlökonomische Wirtschaftssysteme diskutieren. Und ich bin von der GWO, der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung, einer der 4 Formen sozusagen. Und ja, und von daher gehe ich jetzt mal wieder hier hin. Man muss das immer wieder klein machen. Ach, da steht ja das mit dem Beep World. Sie als Fernsehzuschauer, jetzt können Sie es plötzlich sehen, weil das verkleinert ist. Da können Sie lesen, die kompetente Punkt Beep World, so wird Beep World geschrieben. Ne? Da unten können Sie es jetzt mit der Maus hier, da wo ich die Maus jetzt dran halte, da können Sie es abtippen. Ah ja, weil das ja dann entsprechend sich verändert hat jetzt. Ich weiß nicht warum, aber wieso, weshalb. Gut, es ist jetzt halt mal sichtbar. Und dann gehe ich wieder hier hin zu unseren Schaubildern. Und das sehen Sie 2 Sekunden später, sind Sie dann auch wieder dabei. Also, nehmen Sie teil heute Abend, als bringen Sie Ihre Lösungsentwürfe ein. Ne? Einfach eine E-Mail schicken. Wo schickt man das? Nochmal ganz kurz hier. Sie rufen also die Partei auf. Dann gehen Sie hier einfach zum Beispiel auf die Talkshows. Und dann
können Sie auch, dann gehen Sie aufs Impressum zum Beispiel, dann haben Sie hier die E-Mail-Adresse und dann schicken Sie eine kurze E-Mail mit Ihrer Rückrufnummer, dann kriegen Sie einen Rückruf, plaudert man ein bisschen, lasse ich mir von Ihnen mal Ihren Lösungsentwurf erklären, damit Sie selbst auch schon mal Ihre Gedanken ordnen können und dann können Sie das heute Abend präsentieren, ne? Ja, und dann muss ich jetzt hier wieder hin. Ach so, das ist noch nicht vorgezogen. So, dann schaue ich doch mal, was ich als Vertreter der GWU hier nochmal die Einladung zur Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd. Brot und Korn, also das heißt, wir sind absolut auf der, also das, was in den großen Medien und in der großen Welt der Politik und in ZDF und gestern in ZDF Spezial ist, das ist alles aus der Gruppe der gemeinwohlökonomischen Lösungsentwürfe. Unser Professor vom Weltrat, der gehört ja auch zur GWO, zur gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung. Also wir sind präsent. Und anderes ist nicht präsent. Und in dem Falle sage ich, das liegt aber richtig. Also insofern, dass jetzt so ein bisschen in der großen Welt die gemeinwohlökonomische Diskussion ein bisschen da ist, das ist ganz okay. Ja. Ah ja, der Unterschied ist der, dass dieses Bild hier, das können Sie es nicht lesen, das Bibel, während hier können Sie es, das Bibel lesen. Am unteren Rand, hier unten rechts, sehen Sie ja dann Bibel, die, das heißt die kompetente.bibel.de, also die kompetente.bibel.de. Und dann können Sie es direkt eintippen. Ja, und jetzt zur Datenfrage. Also, unser Problem ist ja, dass in der Marktwirtschaft Profite auf Kosten der Menschen, jetzt muss ich mal gucken, hoffentlich funktioniert das, ja. Ach ja, übrigens, wir waren ja auch in der Bild-Zeitung, in der Berliner Tagesspiegel ein bisschen, und übrigens auch. Und dann das Manager-Magazin Österreichs, Trend, hat uns interviewt. Also, das heißt, in der großen Welt ist nur Gemeinwohlökonomisches. Und das ist auch richtig so. Ja? Und trotz des kritischen Kommentars in Schrot und Korn gegenüber Felbers GWÜ, Sie müssen sich immer klar sein, Kritik an der GWÜ betrifft nicht die GWO. Denn all die technischen Fehler, die finden Sie bei unserer jungen wilden Schwester, GWÜ. Aber bei uns, der ausgereiften 54 Jahre alten älteren Schwester, GWO, sind diese Fehler nicht drin. Ja? Also hier. Wir New World Council of Wise People. Wo finden Sie uns übrigens? Ja, wenn Sie, wie vorhin gesagt, hier draufgehen, dann haben Sie hier die kompetenten Ideengeber, ja, die kompetenten Ideengeber. Sie können es lesen. Dann haben Sie hier Ideengeber GWÖ und dann an der zweiten Stelle GWO, das sind wir. Und dann haben Sie hier alle Links, die Sie anklicken. Da können Sie unsere Standard- oder eine unserer Homepages anklicken und ja, und so haben Sie dann einige der kompetenten Ideengeber der Partei des Gemeinwohls. Und ja, und Sie können das, glaube ich, sogar alles lesen, wenn ich das, ja, also ich könnte das jetzt lesen, aber ich kontrolliere ja, was Sie, liebe Zuschauer, im Moment gerade sehen in der Live-Sendung. Ja, das funktioniert doch soweit. Und ich kann das Ganze ja auch so machen, dass Sie das noch besser sehen können. Ach so, jetzt war das ein Fehler. Den Knopf muss ich drücken und dann können Sie noch mehr sehen. Oh, wobei ich dann klar sein muss, dass Sie immer nur den Mittelbereich sehen können. Sie können natürlich immer nur den Mittelbereich sehen.
Ja, jetzt zum Datenthema. Na, das geht wieder nicht. Ich muss immer erst aussteigen. Und gehe jetzt hierhin. Ja, unsere Bilder. Und zwar dann nochmal die Palette des Weltrates, aller Möglichkeiten. Ja, natürlich haben wir auch noch das Großunternehmenscoaching, aber das wird bis jetzt noch nicht so abgefragt. Wir bieten also auch noch an, aber das ist ja dann für Sie als Wählerinnen nicht so direkt interessant. Das Großunternehmenscoaching. Und jetzt, ja, das Problem der Marktwirtschaft ist ja also, dass wenn ein Unternehmer beginnt und er hat einen vorteilbringenden Irrtum im Kopf, zum Beispiel jetzt hier die Nahrungssparte, und hat den vorteilbringenden Irrtum im Kopf, auch Zucker ist eigentlich harmlos und ich kann die Leute auch alle mit billigst hergestellten Zuckerwaren, die vortäuschen, genau so was Gesundes zu sein wie gesunde, reife Früchte. Das kann ich den Leuten sozusagen verkaufen. Das ist verantwortbar. Und wer solch einen vorteilbringenden Irrtum hat, im Kopf hat, der wird, weil er einen Preisvorteil hat gegenüber allen anderen Anbietern, Marktführer werden und wird die ganze Welt vergiften. Und da er viele Milliarden und Werbemilliarden hat, strömt von ihm aus ein ständiger Geldstrom dann auch aus an die Politiker, die Parteien, die Spielfilmemacher, die Journalisten, die Universitäten. Und schon wird die ganze Weltbevölkerung gehirngewaschen mit dem vorteilbringenden Irrtum der Nahrungssparte. Zuckerprodukte sind verantwortbar, obwohl sie in Wahrheit nicht verantwortbar sind. Und ja, von daher kann man das also letztendlich so als Problem sehen der Marktwirtschaft. Und jetzt ist das Problem, dass die GWÖ die Verwendung von Daten gescheut hat. Sie hat sich aufs Glatteis begeben, indem sie gesagt hat, jetzt machen wir hier, kontern wir quasi wir kontern die vorteilbringenden Irrtümer. Wow, da können Sie nicht alles sehen hier, liebe. Sie können hier, da links ist einer und hier rechts ist einer, ja. Und da ist der mit dem Irrtum, der Irrtumsträger, und da mit diesem Zucker ist verantwortbar. Und da setzt jetzt die Gemeinwohlbilanz der GWÖ an, die sagt, wir lassen also Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohlbilanzen diese Firma beurteilen. Und jetzt ist halt die Frage, mit diesen vagen Schätzwerten und Vermutungswerten, die da von dem Wirtschaftsprüfer gebracht werden, da könnte es unzählige juristische Querelen geben. Aber das entscheidende Problem ist, wo ist denn bitte schön dabei die Messgröße, die misst, wie viele Menschen krank werden oder Krebs bekommen oder Diabetes bekommen durch diesen Händler, durch diese Nahrungsdynastie, denn der konnte ja aufgrund seines großen Erfolges dann eine ganze Lebensmitteldynastie begründen und ist heute, vielleicht gehört heute zu den Familien ja, Nahrungslieferanten der Supermarktketten und so weiter. Ja. Und wir sagen, wir müssen das mit harten Daten kontern. Also wir müssen wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner jedes Supermarktbetriebes sozusagen nach Möglichkeit datenmäßig erfassen und diese harten Daten zur Grundlage machen. Und dabei ist natürlich das oberste Ziel immer, dass also niemand mehr erfährt,
außer vielleicht das Bundeskriminalamt, wenn das irgendwie bezüglich Straftaten relevant ist oder wenn sie ihre Karte verloren haben oder gestohlen worden ist und sie sperren die dann, dann wollen sie ein neues Kärtchen, ein neues Krankenversicherungseinkaufskärtchen haben oder eine neue Bankkarte mit integrierter Krankenversicherungseinkaufskartenfunktion sozusagen. Und da müssen natürlich die Bundeskriminalbeamten natürlich auf Papier geschrieben in zwei Fort Knoxes zur Sicherheit, falls eines abbrennt, ne, müssen sie die Zahl, ihren Namen und die Zahl irgendwie in Verbindung bringen. Aber sonst, der Bundeswahlleiter kriegt von ihrer Rückmeldung, zum Beispiel mit der sogenannten Wohlfühlstimme, also mit der Rückmeldung durch ihre Wohlfühlstimme, da steht sie, ja, auch die Fernsehzuschauer können sie sehen, die Wohlfühlstimme, das sind dann Daten, da kriegt aber der Bundeswahlleiter nur mit, aha, in einem Wohnbereich von 1000 Menschen ist das einer von den Tausenden, niemand erfährt, wer dieser eine von den 1000 ist. Und der meldet jetzt, ob es ihm jetzt besser geht oder schlechter geht. Und wenn er zum Beispiel ein Stammkunde eines bestimmten Supermarktes ist, zum Beispiel hier dieses Supermarktes hier, eines Supermarktes, ja, wenn wir jetzt hier die Gruppe der, wenn wir hier alle Supermärkte rund um ihren Wohnbereich haben, und alle Restaurants, nehmen wir mal an, hier ist alles, wo sie Nahrung beziehen und Getränke beziehen. Ja, da ist alles. Wobei ihr Leitungswasser, wenn sie auch wie ich Leitungswasser trinken, müsste man also den Leitungswasserversorger noch mit dazu ziehen. Also alles, was sie in den Mund hineinlassen, sozusagen, ist, hätten wir hier. Und dann würde man gucken, wie verändert sich ihr Wohlfühlen, wo und wann vergeben Sie, zum Beispiel, Sie haben es war ein Essen in dem Restaurant XY und bekamen Bauchschmerzen, meldeten, oh, Wohlfühlen Stufe 1, 2, 3 verschlechtert, also 3 sehr stark verschlechtert, 1 ein bisschen verschlechtert. Und wenn das viele hundert Gäste dieses Restaurants auch tun, dann wird automatisch im Computer ausgerechnet, dass diese Restaurant, kriegt das auch sofort übermittelt, dass im Moment der Verdienstzuschlag für den nächsten Monat entsprechend gekürzt ausfallen wird. Und das erfährt das Restaurant sofort, das kriegt sofort eine E-Mail, da hat sich was geändert für sie und erfährt sofort, da stimmt was nicht. Offensichtlich haben da Leute verschlechtertes Wohlfühlen gemeldet als Kunden von ihnen. Und ja, und die Kunden, die zahlen in Bargeld oder mit Karte und auf jeden Fall wird die Einkaufskartenfunktion drangehalten und schon weiß der Bundeswahlleiter, aha, die Nummer XY als eine von 1000 Personen aus dem Block Z war dort essen. Und dann 2 Stunden später kommt die Meldung, der geht's jetzt schlechter und schon wird das rückgerechnet und führt zu einer Veränderungsmeldung bei dem Restaurant, ja. Und wahrscheinlich wird man es so machen, dass erst ab einer bestimmten Größe der Veränderungsmeldung es eine sofortige E-Mail gibt. Ansonsten können die sich das ja jeden Tag an der Ta selbst abrufen, ihren Tagesstand sozusagen, die Restaurants, ja. Und das sind jetzt Daten. Aber eben, die sind doch nicht gefährlich für uns, sondern gefährlich ist doch, was die bisherigen Datenmissbraucher mit uns gemacht haben, ja? Also das heißt, wir müssen einfach Folgendes. Wir strafen also, wir setzen schwere Strafen aus für die weitere Erfassung von Daten von Ihnen, die nicht Ihrem Wohle dienen. Also alles, was bis jetzt von Ihnen als Daten abgegriffen wird, dient ja nur dazu, Sie abzuzocken, Sie dazu zu bringen, zum Beispiel Dinge zu kaufen, die Sie nicht brauchen und damit die Erde auch zu überlasten. Und diese werbemäßige Verwendung von Daten wird einfach mit ganz hoher strafrechtlicher Strafe bewährt und dann hört das auf. Ja, so einfach ist das. Ja? Und
Und letztendlich ist das der Weg, ja. Und dadurch, dass dann Datenmissbrauch nicht mehr möglich ist, außerdem nehmen wir übrigens die Geschäftsgrundlage weg, ja, denn das Verbieten ist ein symbolischer Akt. Die Verbote könnten umgangen werden. Aber was nicht umgangen werden kann, ist die Tatsache, dass wir hier gar keine Belohnung mehr haben. Denn wenn jemand Sie über Werbung zu etwas veranlasst, einem Kauf, den Sie vielleicht dann 2 Tage später bereuen, wo Sie dann eine Verschlechterung Ihres Wohlfühlens abgeben, dann verlieren ja alle Beteiligten dieses Werbungsspieles, verlieren ja wieder Geld. Das heißt, sie nehmen Geld ein, indem sie ihnen das verkaufen. Aber sie verlieren wieder viel Geld, weil das Wohlfühlen der durch Werbetricks ja zum Kauf verleiteten Menschen, die dann hinterher das bei einer vernünftigen, ruhigen Minute bedauern und eben ein verschlechtertes Wohlfühlen, die Kaufreue sozusagen mitteilen an den Bundeswahlleiter. Dadurch ist das Ganze dann sozusagen zum Aussterben verurteilt, weil andere Firmen, die nicht die Leute über abzocken mit diesen Werbetricks, ja, die haben dann höhere Verdienstzuschüsse, haben vielleicht den einen oder anderen Verkauf auch weniger, aber in der Summe müssen die Verdienstzuschüsse sind ja, werden so berechnet, dass sie die dominante Lenkwirkung auf das Unternehmen haben, so dass also sozusagen es mindestens so ist, dass dieses Spiel mit der Werbung sich nicht rechnet, weil die Gesamtkosten der Werbung und die Einnahmen und Gewinne durch die Werbung ausgeglichen werden durch den Verlust an Verdienstzuschüssen für die Verschlechterung des Wohlfühlens der Kunden sozusagen, so dass dann einfach es sich überhaupt nicht mehr rechnet und dann die Konzerne selbst auf die missbräuchliche Nutzung von Daten zu Werbezwecken zum Beispiel verzichten von sich aus. Und das ist genau der Dreh. Und dann kommt noch die symbolische Geste dazu, dass wir das auch noch strafrechtlich verfolgen und verbieten, den Datenmissbrauch. Und dann gewöhnen wir Bürger uns daran, dass Daten auch für uns gut sein können und für uns Menschen gut sein können. Ja, und damit haben wir sozusagen alles Entscheidende, ja, und ich werde jetzt gleich noch, jetzt noch in der Aufzeichnung befrage ich die Zuschauer. Also, wenn jemand jetzt gerade zugeschaut hätte, ja, der jetzt zum Beispiel vorher Fan der Konzeption XY, Sarah Wagenknecht oder was auch immer gewesen wäre oder bedingungsloses Grundeinkommen, ist der jetzt Fan von der GWO geworden, der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung, eben die Schädlichkeit der Marktwirtschaft für unsere Gesundheit verändert, so dass also hier wir quasi alle schädlichen Dinge und alle vorteilbringenden Irrtümer, die lassen wir zu nachteilbringenden Irrtümern werden durch die Verdienstzuschüsse. Und das Gemeinwohlökonomische straft also alle, die uns schaden, ab, die uns krankmachende Ernährung verkaufen und selber aber glauben, die sei gesund. Die werden einfach so lange abgestraft, bis sie eben entweder dann aussterben und ausgestorben sind. Hier, da ist die Aussterbensperposition hier links. Oder eben, dass sie sozusagen letztendlich von ihrem vorteilbringenden Irrtum sich von uns, von den Wahrheiten überzeugen lassen, nämlich dass eben Zucker eben kein verantwortbare Zutat ist für Nahrungsmittel. Und dann hören die damit auf oder versuchen wenigstens in ihren Märkten die Kunden dazu anzuregen, nicht mehr Zucker zu kaufen, sondern süße, reife Früchte, vielleicht aus Gewächshäusern hier, in denen die herrlichsten tropischen Früchte wachsen und so weiter.
Ja, und so kriegen wir eine gesunde Landschaft und das ist GWO, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Ja, und falls Sie jetzt Ihre bisherigen Favoriten gewechselt hätten, also eine Wählerwanderung vorliegt, dann könnten Sie das jetzt in den Chat reinschreiben. Es wäre übrigens auch nett, wenn Sie mal einfach nur Hallo reinschreiben, damit wir sehen würden, ob das überhaupt hier bei uns auftaucht und sichtbar wird. Denn das wissen wir immer noch nicht, ne? Alles klar. Ja, also und jetzt käme jetzt vielleicht eine Wählerwanderung, vielleicht ein, zwei Personen, vielleicht auch nicht. Und dann wissen wir, dass die Argumente bis jetzt noch nicht in der Lage waren, Veränderungen hervorzurufen. Das kann dann zwei Gründe haben, nämlich dass die Zuschauer alle so eingefleischte Fans bestimmter Richtungen waren, dass sie Argumenten gegenüber gar nicht aufgeschlossen sind. Und das würde dann bedeuten, dass wir eben eigentlich ja wirklich auch eine repräsentative Wählerstichprobe kaum ersetzen können, denn in einer repräsentativen Wählerstichprobe sind auch sehr viele Menschen dabei. Da sind auch einige Fans von bestimmten Richtungen dabei, aber eben auch einige, die sozusagen sich durchaus noch von Argumenten erreichen lassen und wo es dann zu einer Wählerwanderung kommen kann. Also letztendlich wird eine repräsentative Wählerstichprobe kaum zu ersetzen sein können, aber allein jetzt schon diese repräsentative Wählerstichprobe für einen einzigen Talk des New World Economic Forum würde wahrscheinlich 5.000 € kosten bei Allensbach oder so. Und das ist eben leider nicht bezahlbar im Moment, ja. Da müsste man dann schon Staatsgelder dafür zur Verfügung haben. Naja, vielleicht kommt das ja bald. Ich habe es ja vorhin erwähnt, dass wir überall in den großen Medien, überall alles, was in den großen Medien und in der großen Politik ist, das einzige Neue, was dort diskutiert wird und was dort auftaucht, sind Leute rund um die Themen gemeinwohlökonomische Wirtschaftsreformen und Wirtschaftsformen. Und heute hier, das war quasi eine Solo-Übungssendung für meinen Auftritt beim New World Economic Forum als Vertreter und Sprecher für die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung von Weltrat und Next Scientists for Future. Und jetzt beende ich erst einmal die Aufzeichnung, die dann gleich erscheint.